Kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus Episode Nummer 77. Weiter geht es heute in der Liga gegen Crystal Palace für unser Newcastle United und danach gegen den Hamburger Sportverein in der Champions League. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, zeigt mir mal, dass ihr die Serie feiert. Würde ich mich selber freuen, wenn wir hier mal irgendwie, keine Ahnung, 500 Likes schaffen oder so, wäre richtig, richtig krass. Mal sehen, ob es überhaupt realistisch ist, aber wenn, ja, wäre das ziemlich nice. Also haut mal ordentlich die Daumen raus an alle, die ja, das Video hier feiern, beziehungsweise denen es gefällt. Thomas Suchi ist nicht interessant, Oriol Romeu schon eher, aber auch nicht so wirklich. Wolscheid nicht, die Davi vielleicht, Kraft und Rudi nicht, genau nicht. Und wir haben einen verletzten Spieler, was mich ein bisschen schockt. Ich gucke lieber noch nicht. Würde aber noch kommen, früher oder später. So, also geht. 5 Tage, okay, für Sippel. Ja, das geht ja noch, klar. Scouting-Bericht. So, der ist kacke. Wegen dem können wir nichts anfangen, genauso wie mit dem auch nicht. Auch wenn er Ben Yedder heißt. Das hatten wir schon. Jenkins hat auch nochmal ein Scouting-Update rausgehauen. Oh, snap. Beobachten wir weiter und das lassen wir auch mal sein. 76 bis 94. Ordentlich. Was haben wir hier noch? Achso, ja. Haben wir hier noch eins? Egal. Mapuyan Gambiba möchte weg, das ist vollkommen nachvollziehbar, spielt hier auch nicht. Aber wir haben ihn immerhin mal sich präsentieren lassen, von daher mal sehen, was wir da machen werden im Winter. Ja, Sippel ist noch verletzt, aber wir haben immer noch einen Tag Zeit. Ja, vielleicht schafft er es ja in dem einen Tag, sich zu erholen, ich denke aber eher nicht. Paul Dummett, der hat noch nie gespielt, aber er möchte gerne spielen. Ach, dann lassen wir ihn heute mal ran. Oder ist ja nur Crystal Palace, dann lassen wir ihn heute mal ran. Kursar war sowieso scheiße darauf. Dann geben wir ihm mal seine Chance, einmal im Schaltjahr. Warum auch eigentlich nicht so. Ben Yedder kommt rein und zwar für Sippel. Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich pack Stindl dahin. Und dann kommt Niang. Ah, die funktionieren so gut da vorne drin, dass sie da eigentlich nichts auseinanderreißen will. Das heißt, De Jong wird auf der Bank. Geis kommt mal rein für Barca. Sané kommt natürlich rein für Nastasic und den Rest lassen wir so. Aber wir haben ja sehr viel Potenzial jetzt auf der Bank. Vor allem sind das alle Spiele, die ich eigentlich einwechseln möchte. Aber sehen wir, wer es dann im Endeffekt werden wird. Genau. Nicht will, sondern wer. Und ich würde sagen, wir starten in die Partie gegen Crystal Palace. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der ungeschlagene Tabellenführer aus Newcastle empfing zu Hause Crystal Palace, um den nächsten Sieg einzufahren und somit die nächsten 3 Punkte im St. James' Park zu behalten. Bei regnerischem englischem Wetter war das Ganze ein bisschen anders als normalerweise bisher. Immer sonniges Wetter gewesen in dieser Saison. Allerdings heute, naja, in Deutschland würde man sagen Fritz-Walter-Wetter. Vielleicht war das die Chance für Crystal Palace, hier als großer Außenseiter Punkte mitgehen zu lassen. Natürlich relativ unwahrscheinlich gegen ein momentan sehr stark aufgelegtes Newcastle mit Ibrahimovic und Ben Yedder in der Sturmspitze. Aber die Chancen waren natürlich immer noch da, unter anderem mit Price im Tor, der momentan sehr gut aufgelegt war. Auf der anderen Seite Begovic vor Janmaat, Sané, Laporte und damit heute erstmals in der Startelf in dieser Saison. Geis und Stindl auf der Doppel-6, Niang und Kabeja hinter Ibrahimovic und Ben Yedder. Also eine sehr, sehr starke Aufstellung bei Newcastle mit einer Überraschung. Natürlich Paul Dummett, den hätten die wenigsten hier erwartet. Er hat um seine Chance gebeten, er hat sie direkt bekommen, weil Kursar momentan nicht unbedingt in Bestform ist und dementsprechend heute seine Chance, sich zu beweisen gegen Price, Hunt, Hangeland, Ramage, Benom Williams, Sanchez, Jedinak, Panchian, Bolasi, Chamak und Fraser Campbell in der Sturmspitze. Eine sehr defensiv ausgerichtete Formation bei Crystal Palace, allerdings mit 2 starken Stürmern, mit Chamak und Campbell, die auf jeden Fall für Gefahr sorgen konnten. Allerdings gehen wir in die erste Szene und das nach knapp 15 Minuten. Ja, war natürlich das erste i-Tüpfelchen, was hier Newcastle auf das Spiel draufsetzen wollte. Ibrahimovic setzt sich durch gegen Benom Williams, spielt den Ball in die Mitte auf Niang, das Dream-Duo. Eigentlich gut gehalten von Price, der den Ball auf seifigem Rasen hier aus der Gefahrenzone klären kann. Das Ganze aber noch nicht vorbei. Geist nochmal mit der Flanke in die Mitte. Ben Yedder ist da, köpft den Ball am Tor vorbei. Der Franz weit entfernt von seiner Bestform aus der letzten Saison. Momentan kann er noch nicht so wirklich dran anknüpfen. Ibrahimovic stiehlt ihm da so ein bisschen die Show und das war auch in dieser Partie wieder einmal so. Die größte Chance nach 20 Minuten gab es allerdings für Crystal Palace nach dem Fehler von Laporte. Allerdings ist Begovic da und hält diesen Schuss von Fraser Campbell und dann kam wieder mal Ibrahimovic, der das Rampenlicht stehlen wollte aus knapp 37 Metern. Er versucht es mit dem Freistoß natürlich mal wieder direkt, allerdings in die Mauer. Naja, nicht so wirklich, aber abgewehrt im Endeffekt. Und es gibt einen Einwurf. Und das aus ausgerichteter Position, denn der könnte ja gefährlich in die Mitte kommen. Damit wird den nicht ausführen, sondern wenn Yedder, die Flanke kommt von Kabeja in die Mitte. Und da ist Ibrahimovic. 1:0 nach 34 Minuten. Der Schwede mit seinem nächsten Treffer. Was für ein Einstand in diese Partie für den Schweden. Nachdem er seine erste auffällige Szene, den Freistoß, komplett verhauen hatte. Jetzt dieser Kopfball wunderbar ausgeführt. Die Flanke von Kabeja perfekt in die Mitte geschlagen. Und der große Schwede hat kein Problem, sie da durchzusetzen. 1:0. Der macht
direkt weiter. Wieder Ibrahimovic über außen, 45. Minute, die Flanke in die Mitte. Ja, findet nicht so wirklich Ben Yedder. Geis kommt nochmal an den Ball heran, versucht da irgendwas zu machen, spielt den Ball auf Stindl. Stindl mit dem Schuss abgewehrt und geklärt von Hand auf Fraser Campbell. Alexis Laporte da, kann den Ball kontrolliert auf den Boden zurückbringen und wieder auf Ibrahimovic. Und der hat eine grandiose Idee. Ben Yedder im Freiraum, den spielt er wunderbar mit einem No-Look-Pass an. Ben Yedder geht in den 16er rein, aus Spitzenwinkel, der Schuss, und was macht Price? Er rutscht aus, 2:0, 45. Minute, Newcastle United mit der 2-Tore-Führung, und das war zu diesem Zeitpunkt mehr als verdient, denn nur die Magpies in der Offensive aktiv. Nach der einen Chance durch Fraser Campbell hatte man bei Crystal Palace nichts mehr vorne gesehen, und auch wenn dieses Tor natürlich mehr als glücklich ist, weil Price da ganz bitter wegrutscht, ist es mal wieder ein Tor von Ben Yedder, das 5. Saisontor, und damit ging es in die Halbzeit. Also, ja, mal wieder ein Erfolgserlebnis für Wissam Ben Yedder, den ehemaligen Spieler vom FC Toulouse, und Ibrahimovic hat auch bereits wieder getroffen, also eine absolut klasse Vorstellung dieser beiden Herren hier wieder auf dem Rasen. Wir gehen in Halbzeit 2 hinein. Crystal Palace musste sich steigern und das taten sie auch. Die wollten direkt stärker zurückkommen und kamen sehr, sehr wach aus der Kabine raus. Panchian kommt hier, setzt sich durch die Flanke, kommt Chamakh, und ja, da können sich Campbell und so nicht einig werden. Der Ball ist drin. 2:1. Was war denn da plötzlich los? Das hatte niemand so erwartet, dass der Ball plötzlich direkt ins Tor fallen würde. Da sind Geis und Laporte, die irgendwie am Ball vorbeispringen, und im Endeffekt, ja, hat Panchian da Glück, dass er den Ball auf den Fuß bekommt, beziehungsweise nicht Panchian, sondern Fraser Campbell, und der macht das Tor. Dann kam übrigens MacArthur für Kapitän Miles Jedinak, und das Ganze war verbunden mit einem Freistoß für Marouane Chamakh, und der Marokkaner hatte sich den Ball zurechtgelegt, knapp 30 Meter vom Tor entfernt. Der kommt gut, und Begovic mit einer Hand kann er den Ball aus der Ecke fischen. Richtig gute Tat des Bosniens, wie man noch in der Zeitlupe sehen wird. Der Freistoß sehr, sehr gefährlich getreten vom ehemaligen Spieler des FC Arsenal, und da hatte Begovic Glück, dass er da mit einer Hand gerade noch so hinkam. Allerdings war Crystal Palace jetzt die deutlich bessere Mannschaft, deutlich aktiver nach vorne, und die drängten hier auf den Ausgleich. Chamakh kann sich außen durchsetzen gegen Janmaat und gegen Sané dann im Endeffekt nicht. Es gibt aber immerhin einen Eckball, und das könnte natürlich gefährlich werden, weil kopfballstarke Spieler haben sie unter anderem mit Brede Hangeland. Reingebracht wieder von Jason Panchian, die Ecke in die Mitte. Da ist Hangeland, der kommt auch dran. Bannon! Ah, mit dem Linksvolley nach der Verlängerung des Norwegers. Es bleibt allerdings beim 2:1, und dann kam mal wieder Jan Newcastle nach vorne. Der eingewechselte Campbell macht er direkt wieder sein Joker-Tor. Nein, Price ist da, hält den Ball diesmal sicher, obwohl er wieder nach vorne gerutscht war, kann er diesen Schuss des Engländers halten. Es gibt aber die darauffolgende Ecke, und zwar reingebracht von Standard-Experte Gremica Beyer. Der kommt auf Sané, aber der köpft den Ball übers Tor und somit nicht die Entscheidung. Und ja, Crystal Palace nochmal mit einer Chance nach vorne. Ramage versucht es da mit dem Ball wieder mal auf Jason Panchian. Der macht ein gutes, auffälliges Spiel. Die Flanke in die Mitte, da werden sie sich wieder nicht einig. Und Begovic muss den Torwartball übers Tor fausten. Richtig bittere Szene. Allerdings kam es dann bitter für Crystal Palace. Ball nach außen gespielt auf Campbell. Und der ist ja bekanntlich äußerst schnell. Setzt sich durch gegen Sanchez. Der kommt nicht hinterher. In der Mitte ist ja Ben Yedder. Und der kommt auch an den Ball. Und dann gibt es den Elfmeter in der 90. Minute. Die Nachspielzeit beinahe schon abgelaufen. Und dann kommt dieser Fehler von der Verteidigung von Hand im Endeffekt. Wir können es uns in der Wiederholung nochmal angucken. Das war ganz, ganz eng. Allerdings kann man das wirklich so pfeifen. Denn Ben Yedder kommt dann nicht an den Ball, versucht hinzulaufen und wird dann von Hand dabei gehindert. Der Elfmeter dementsprechend gerechtfertigt. Und die große Chance, alles klar zu machen für Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede gegen Price. Der hat einen unglücklichen Tag erwischt. Allerdings weiß man ja, wohin die Newcastle-Spieler schießen. Vielleicht das die große Chance für den englischen Keeper von Crystal Palace, hier nochmal zum Helden zu werden, auch wenn es wohl die letzte Aktion der Partie wäre. Nein, er hält ihn nicht. Es bleibt beim Sieg für Newcastle United. 3:1, Zlatan Ibrahimovic, 12. Saisontreffer im 12. Spiel. Was für eine Bilanz hat dieser Mann nur. Das ist unfassbar, und er macht den nächsten Elfmeter rein. Wunderbar geschossen, keine Chance für Price, und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt nicht souverän, aber letztendlich wohl doch verdient gegen ein starkes Crystal Palace, das ich ja vorwerfen lassen muss, dass sie zu viele Chancen vergeben haben. Weiter in der Tabellenspitze, weiter ungeschlagen. Das ist Newcastle United. Ein Zittersieg, auch wenn es das Ergebnis ein bisschen anders sagt, aber gute Elfmeter in der 90. war halt sehr viel Glück, dass da der Hand so blöd in Ben Yedder noch reingerätscht und der dann noch stolpert, aber gut, das nehme ich natürlich mit. Stindl und damit sind sehr zufrieden, genauso wie Wissam Ben Yedder das mal spielen dürfen. Finde ich schön. Und damit gehen wir in die nächste Partie gleich rein. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird. Hamburg wird verunsichert, wie sich das gehört. Und mal sehen, mit welcher Mannschaft wir denn in der Champions League spielen dürfen. Es ist ja schon beinahe, also es ist nicht die Entscheidung oder sowas, aber es wäre, obwohl es ist der letzte, klar, es ist der letzte Spieltag. Es ist der letzte Spieltag, meine Freunde. Und ich glaube, wir sind sogar schon durch, wenn ich das richtig gesehen habe. Sind wir durch? Wir sind durch. Wir sind schon weiter. Wir können nur Hamburg noch das Weiterkommen ermöglichen, wenn Atletico gegen Braga nicht gewinnen sollte. Obwohl, müssen wir uns mal explizit angucken hier. Wenn Atletico gegen Braga unentschieden spielt und Hamburg gegen uns gewinnt, dann ist Hamburg weiter. Ja, wenn Atletico verliert und Hamburg unentschieden spielt, bringt das nichts.
Und wenn Atletico gewinnt, sind die weiter. Aber ja, auch von Atletico können wir nur bei einem 4-0 überholt werden. Und wir, oder ja, die 2-0, wir verlieren 2-0, aber wir stellen uns natürlich hier besonders gut an, heute wieder, beziehungsweise versuchen unser Bestes. Nicht interessant, Ex-Chebe. Oh. Kenne ich nicht, aber ist geglitscht. Okay. David De Gea, ja. Nee. Javier Pastore schon eher. Ah, der ist so nice, ne? Oh Mann, der Vertrag läuft aus. Das ist besonders cool eigentlich, aber gut. So, Angermar läuft auch aus, aber nicht interessant. Chaino. Carrasco, Thiago Motta, Marco Sau und den hatten wir schon hier, ne? Genau. Romagnoli haben wir immer noch drauf. Hatten wir unten noch Daniele Rugani. Der sieht extrem stark aus irgendwie, aber na gut. Und Phil Jones, der ist geglitscht, glaube ich. Weiß ich nicht, ob der so viel Potenzial hat. Gut, ich würde sagen, wir gehen ins nächste Spiel und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir hoffen, dass wir hier als Erster weiterkommen und bis gleich. Ach nee, Mannschaft, ne? Scheiße. Ganz vergessen. Gut. De Jong stürmt neben Ibrahimovic. Niang geht mal raus, dafür kommt... Wer kommt denn dafür rein? Morrison kriegt mal wieder eine Chance. Ben Arfa nehmen wir auch mal mit. Ja, so optimistisch bin ich. Cabella geht raus, dafür kommt Komar rein. Barca kommt rein für Stindl. Geis geht raus, obwohl, nee, Geis kann drinbleiben. Nee, Bigirimana kommt mal rein. Medi Abay muss eigentlich auch mal rein. Nehme ich mal für Aldubelli mit. Levin Kurzawa kann eigentlich auch nochmal in den Startelf wieder rein. Vielleicht seine Formkrise wieder ein bisschen in Dings. Auch wenn mir wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Dings gut gefallen hat, der Kollege Schnürschuh da. Namen vergessen. Kurzawa. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war in Ordnung. So, ich würde ganz gerne Reinhold einwechseln, Campbell einwechseln und Abay einwechseln. Das heißt, für Geist ist eigentlich gar kein Platz, aber na gut. So, natürlich spielt Nastasic. Laporte ist auf 86 hoch. Ein Traum. Und dann gehen wir in die Partie. Bis gleich. Ein Entscheidungsspiel für den großen HSV. Bleibt der Hamburger Sportverein in der Champions League oder muss er runter in die Europa League? Das Ganze sollte sich heute in der Imtech Arena gegen den momentanen Tabellenführer in der Champions League Gruppe entscheiden, gegen Newcastle United. Die Magpies bisher in der ganzen Saison wettbewerbsübergreifend noch ungeschlagen. Auch in der Champions League war das der Fall und heute sollte sich das gegen den Hamburger SV zumindest aus ihrer Sicht nicht ändern. Hamburg braucht aber einen Sieg, um zumindest noch an Atletico Madrid vorbeizuziehen. Dafür musste Atletico Madrid allerdings unentschieden spielen oder verlieren gegen Braga. Das auch schon extrem unwahrscheinlich, aber die Hoffnung war da, vor allem natürlich bei den Fans des Hamburger SV. Eine wunderschöne Choreografie im Stadion, natürlich auch die mitgereisten Tuns bei bester Laune, denn ja, wenn man das Ganze hier gewinnen sollte oder unentschieden spielen sollte, waren die Chancen sehr, sehr hoch, dass man auf einen schlechteren Gegner in der nächsten Runde der Champions League treffen sollte. Beim Hamburger SV Adler, Diekmeyer, Kleber und Westermann zusammen mit Jansen in der Verteidigung, davor Berami und Arslan auf der Doppel-6, Jiracek, Van der Vaart und Müller hinter Pierre-Michel, also sogar relativ offensiv ausgerichtete ja, Hamburger Mannschaft, denn sowohl die beiden Sechser als auch natürlich die ganze Offensivreihe waren für Torgefahr zu haben, beziehungsweise allgemein für Tore zu haben. Auf der anderen Seite bei Newcastle, Begovic im Kasten, da vorne Janmaat, Nastasic, Laporte und der zurückgekehrte Kurzawa. Barca und Bigirimana auf der Doppel-6, der erste Einsatz für den gebürtigen Burundi-Menschen. Ja, Revel Morrison und Komar in der Zehner-Position, in der Zehner-Rolle und in der Sturmspitze stürmten heute Sim de Jong und natürlich Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede war wieder von Anfang an, der wollte hier wieder treffen. Ob das Ganze funktionieren sollte, gegen natürlich eine sehr stark eingestellte und bissige Mannschaft des HSV, das werden wir früher oder später noch sehen. Er wollte auf jeden Fall treffen, hat er im Interview vorher gesagt. Ob das Ganze klappte oder ob es eher Pierre-Michel Azoga im Endeffekt machte, das werden wir natürlich jetzt sehen. Und wir gehen direkt rein in die erste Szene und die Hamburger, die wirkten verunsichert. Direkt nach dem Anschluss Westermann und der macht den Riesenfehler gegen Ibrahimovic. Allerdings macht er nicht zu viel daraus, geht nicht direkt nach vorne, weil keiner reagiert hat. Der Ball kommt dann auf Morrison in die Spitze, wunderbar gespielt, aber Kleber ist da und haut den Ball weg. Die erste gute Chance vertan und dann kam der HSV nach knapp 10 Minuten. Die mussten natürlich nach vorne spielen, denn sie waren die Mannschaft, die hier unter Druck stand. Diekmeyer macht das da gut, spielt den Ball auf Tolgay Arslan, der nochmal auf Berami, zurück auf Arslan, der mit der Hacke jetzt gleich auf Pierre-Michel Lasogga, der spielt weiter auf Nikolai Müller und der muss lupfen, weil da Laporte dazwischen gerutscht war. Gute Aktion vom Franzosen, sonst wäre das hier gefährlicher geworden und gefährlicher wurde es in der nächsten Szene. Arslan mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Van der Vaart ist da und er köpft den Ball übers Tor. Den muss er reindrücken, den muss er irgendwie reinschieben, aber nicht so übers Tor köpfen. Bitter für Hamburg und
Und auch in der Folge waren die Hansestädter in der Offensive viel zu harmlos. Die Flanke auf Lasogga, der köpft den Ball übers Tor. Allerdings war auch Newcastle sehr ungefährlich in der Offensive. Hier mal eine Balleroberung von Bigirimana, Ibrahimovic auf Ravel Morrison. Der hat eine Idee, aber die Ausführung ist ja miserabel. Komar kann den Ball dann noch zu Müller grätschen. So sah das meistens aus, wenn Newcastle nach vorne spielte. Und dann kam es doch mal zu einer guten Aktion. Ibrahimovic spielt den Ball auf Morrison, der weiter auf Kurzawa. Der hat das nicht erwartet, aber die Flanke kommt trotzdem gut. Und da fällt dann Morrison, reicht nicht für einen Elfmeter. Bigirimana mit der Schusschance. Aber nebens Tor, das war eine strittige Szene. Er kriegt nicht den Elfmeter, wohl zu Recht in der Situation. Und es war die letzte Aktion vor der Halbzeit. Es blieb beim 0:0. Und hätten die Hamburger gewusst, dass es zur Halbzeit bereits 2:0 für Atletico Madrid gegen Braga stand, hätten sie eventuell die Köpfe hängen lassen. Allerdings kamen sie verbessert, nochmal verbessert aus der Halbzeit hinaus und wollten hier ihre Chance nutzen. Und ihre Chance war nach 55 Minuten. Es dauerte ein bisschen, aber dann kam es richtig nach vorne. Lasogga mit dem Ball auf Aslan und der nochmal zurück auf Lasogga. Da war Laporte nicht richtig dabei und Begovic muss eingreifen. Schöne Parade des Bosniers. Schöner Schuss aber auch von Pierre-Michel Lasogga, der da scheitert. Und dann gab es einen Dreifachwechsel beim Newcastle United. Und zwar kamen Reinhold Campbell und Abey in die Partie für Coman, für unter anderem auch Bigirimana und natürlich in der Sturmspitze noch für Zlatan Ibrahimovic. Genau, so war es richtig. Die Flanke kommt rein, Lasogga verlängert. Jiracek ist da, 1:0 für Hamburg. Das war vollkommen aus dem Nichts. Nach diesem Einwurf hatte niemand mit Gefahr gerechnet. Und dann verlängert Lasogga den Ball auf den Tschechen und der macht den rein zum 1:0. Und da war natürlich jetzt wieder Hoffnung da beim Hamburger Sportverein. Schöner Einwurf von Diekmeyer, gut verlängert vom deutschen bulligen Stürmer. Und Jiracek ist dann alleine gelassen. Begovic chancenlos, aber natürlich wollte das Newcastle nicht auf sie sitzen lassen. Die hatten immer noch keine Niederlage. Nastasic hier mal mit aufgerückt. Die warfen alles nach vorne. Setzt sich gegen Jansen durch. Der sieht dann nicht gut aus. Auch Westermann sieht gar nicht gut aus. Und Adler macht's noch schlimmer. 1:1, 71. Spielminute. Newcastle zurück in der Partie durch Matija Nastasic. Das hatte niemand erwartet in der Situation, dass der mit nach vorne geht. War schon ein absolutes Weltwunder beinahe. Und dann macht er das noch so gegen Jansen, der da ganz schlecht aussieht. Westermann kann sich überhaupt nicht behaupten gegen den Serben. Und was Adler da macht, ja, das weiß niemand so wirklich. Es stand plötzlich 1:1 und Laporte erobert sich den Ball. Der Ball kommt auf Reinholz und da kreuzt dann Campbell. Der Ball kommt auf Campbell in die Spitze. Westermann sieht nicht gut aus, geht nicht drauf. 2:1 für Newcastle. Die Magpies in Führung durch Campbell, eingewechselt und er macht direkt wieder das Tor. So muss das sein. Wunderbar vorbereitet vom ebenfalls eingewechselten Reinholz. Besser geht es einfach nicht bei Newcastle United. Diese beiden jungen Talente absolut ungefährlich. Zumindest der Reinholz. Allerdings Campbell absolut nicht. Der trifft, wie er will im Moment. Und Hamburg musste zurückkommen, schaffte das allerdings nicht. Kleber mit vorne. Laporte erobert sich wieder den Ball. Wieder der Ball auf Reinholz. Und dann ist es 2-2. Reinholz kann keine Tore schießen, kann sie aber vorbereiten. 1:2. Der Ball kommt rüber auf Campbell. 1:1. 3:1 für Newcastle. Die Entscheidung in dieser Partie. Bitter für den Hamburger SV. Sie hatten die Chancen. Sie machten die Tore nicht. Und im Endeffekt ist es egal, weil Atletico sowieso gewann mit 4:1 gegen Braga. Aber sie ließen sich auskontern, sie ließen sich ausspielen von zwei ganz jungen Spielern, einem Deutschen und einem Engländer. Und die machten das wunderbar. Allerdings hatte sich der HSV nicht aufgegeben. Die wollten nochmal zeigen, warum sie in der Champions League waren. Berami nochmal mit dem Ball in die Spitze. Da steht wieder Jiracek mit links diesmal. Begovic sieht immer nicht allzu gut aus. 2:3. 87. Minute, aber das war es natürlich in dieser Partie. Mehr passierte nicht mehr. Jiracek macht seinen Doppelpack, seine ersten beiden Champions League-Tore nach der Vorlage des Schweizers Berami. Aber trotzdem verliert der Hamburger SV, geht in die Europa League und Newcastle bleibt ungeschlagen, auch in der Champions League. Und sieht ein als Gruppenerster in die nächste Runde. Wer sie da erwartet, das muss erst noch ausgelost werden. Aber wenn sie so weitermachen, dann kann sich jeder Gegner in den Weg stellen. Dann wird es extrem schwer, diese Magpies aus dem Nordosten Englands zu schlagen. Erstens, beste Wettbewerb Spieler war Jan Reinholz. Zweitens, Atletico hat 4:1 gewonnen. Von daher war es vollkommen unwichtig, dass wir gewonnen haben. Drittens, Nastasic? Also, das Spiel hat echt Realismus pur. Aber gut, von mir aus. Und viertens, naja, Jiracek ein Doppelpack, das muss jetzt auch nicht immer sein, aber wir sind ja weiter und Hamburg ist in der Euroleague, von daher ist das nicht so schlimm. So, Morrison hat sich absolut nicht verändert, aber wir sind noch nicht am Ende der Episode, denn wir sind ja fertig mit der Champions League. Und deswegen simulieren wir jetzt nochmal 2-3 Tage vor. Ja, weil normalerweise müssten wir jetzt hier eine Belohnung bekommen dafür. Genau, Turnierpreisgeld, das will ich sehen. Den Betrag 11,8 Millionen. Sehr, 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 sehr geil. Die wir nochmal auf unser Konto drauf bekommen. Jetzt haben wir 24 Millionen Transferbudget. Also wirklich ein ganzer Haufen, den wir vor allem natürlich in kostenlose Spieler investieren könnten. Ja, mit ganz viel Gehalt. Mal sehen, ob wir das machen werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich würde gerne mal wissen, wollt ihr, dass ich kostenlose Spieler verpflichte oder wollt ihr, dass ich auch normale Spieler kaufe? Es wäre eigentlich sinnvoller, nicht normale Spieler zu kaufen, sondern halt ablösefreie Spieler zu kaufen. Aber wenn ihr das anders wollt, ist mir das auch ehrlich gesagt relativ lax. Ihr entscheidet darüber jetzt mal.
Zumindest 50-50. Also ich werde natürlich vielleicht ein, zwei ablösefreie Spieler kaufen, aber dann kann ich vielleicht trotzdem nochmal ein paar Spieler kaufen, die halt nicht ablösefrei sind, sondern für die ich auch was bezahlen muss. Gut, Teambericht, das ist die Sache, die ich mir jetzt noch angucken möchte, denn wir sind am Ende der Transferperiode angekommen, wir sind am Ende von der Champions League Qualifikationsphase sozusagen angekommen, deswegen schauen wir nochmal nach. Asmir Begovic mit einem, warte mal, Schwachsinn, oder? Ja, kompletter Schwachsinn. Wir sind noch vor der Transferperiode, kompletter Schwachsinn. Entschuldigung, egal. Wir sind jetzt einfach auf jeden Fall am Ende der Gruppenphase angekommen. Deswegen gucken wir uns jetzt nochmal das Ganze an, vor der Transferperiode. So war richtig. Begovic ist auf 84 gestiegen, 22 Millionen Marktwert. Wir haben ihn für 3 Millionen Trapp gekauft. Da kann man sich absolut nicht beschweren. Das ist ein solider Keeper, macht seine Sache sehr, sehr gut. Janmaat, das ist alles. Die Verteidigung ist sehr gut. Die spielt sich wunderbar. Vor allem natürlich Laporte, der steigt und steigt und steigt, was ein absoluter Traum ist momentan. 93 Abfang, exzellent. Kursawa steigt noch nicht, aber das kommt hoffentlich noch. 9 Millionen Zandern war ordentlich Asche. Ich hoffe, das wird uns irgendwann nochmal zurückzahlen. Nicht, dass wieder so ein Flop-Transfer wird wie Götz, aber er macht sich auf jeden Fall schon mal besser. Galbigirimana, ja, bisher noch nichts wirklich gerissen, aber immerhin ist er da. Ja, so viel kann man dazu sagen. Barca, ja, der steigt halt. Ne? 93 Mann-Deckung, 95 Vierer-Zweikampf. Der wird schon werden. Der ist 18 Jahre alt, 76. Was willst du da groß erwarten? Das ist schon ordentlich. Revel Morrison, man könnte überlegen, ob man den eventuell verkauft, weil er halt nicht so wirklich gefragt ist momentan. Und wenn jetzt ein gutes Angebot kommt, was ich nicht vermute, weil seine Form schlägt, das können wir trotzdem drüber nachdenken, vor allem, weil wir jetzt im Winter ja nochmal verpflichten können. Und er einfach nicht so wirklich reinpasst. Er hat ein gutes Rating, aber die Werte sind halt nicht so ideal, die Ingame-Stats, deswegen würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken, den abzugeben, wenn ein gutes Angebot kommt. Kingsley Coman, deswegen werde ich ihn jetzt nochmal schauspielen lassen in den nächsten Spielen. Kingsley Coman, ja, muss ich mal ausleihen, im Winter kann ich schon mal auf die Leih... Oh ne, ist schon auf der Leih, das ist sehr gut. Der muss ausgeliehen werden, weil der ist zwar nicht schlecht, der spielt sich gut, aber er macht halt noch nicht so viel. Ibrahimovic sinkt beständig, aber das ist nicht so schlimm, weil der macht seine Buden, der hat jetzt in... Wie viel hat er? Kann man hier. 12 Spiele, 12 Tore. Ein Monster, 6 Spiele, 6 Tore, Champions League. Halleluja, was ein Monster, was wir verpflichtet haben. So, 7 De Jong sinkt bei Aggressivität, das ist aber nicht so schlimm, weil die Werte ansonsten steigen, das ist in Ordnung. 13 Millionen Marktwert ist vollkommen gut. Jan Reinholz mit seinen 17 Jahren und seinen 66 Gesamt wird noch steigen, den würde ich ehrlich gesagt gerne verleihen. Weil wir Campbell haben, der sich momentan extrem gut macht und der wird jetzt unser Ersatzstürmer sein, weil den möchte ich jetzt doch nicht mehr verkaufen. Der hat auch eine Quote wie Ibrahimovic, das gibt's gar nicht. Ben Arfa, ja, bei dem überlege ich wirklich, ob ich den abgebe. Halt auch, weil ich neue Spieler verpflichten könnte, ne? Das ist die Sache. Auch zu den beiden könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich werde es auch am Anfang des Videos nochmal erwähnen, beziehungsweise Einblendung machen. Johannes Geis bleibt, muss aber ein bisschen mehr steigen, aber der hat noch genug Zeit, der ist noch jung. Sané, genau das gleiche, aber der hat schon nice Werte, auf jeden Fall kann man sich nicht beschweren. Remy Cabella, der ist unser Superstar mit 27 Millionen Marktwert, der steigt beständig, der spielt immer gut. Das ist eine Freude, dem zuzusehen. Media Bay, ja, muss ich mal schauen, vielleicht leicht den wieder aus, aber an sich hat er jetzt im Spiel nicht schlecht gespielt und er sieht halt auch echt stark aus, ne, mit 85 Körperstärke, die Beschleunigung ist gut, die Ballkontrolle und so, die Werte sind gut, die Ingame-Stats sind halt viel besser als die eigentlich, also guck mal, das ist besser als die Werte von Revin Morrison, aber er hat halt 75 overall, ne, das ist halt die Sache. Deswegen ist der Marktwert nicht so hoch, aber ich glaube, also der wird auf jeden Fall nicht verkauft. So viel ist sicher. Paul Dummett wird immer unser kleiner Backup bleiben hinten drin. Haidara werde ich übrigens verkaufen im Winter, da bin ich mir relativ sicher. Bayern Young, ne, bleibt da, ist definitiv, ist ein geiler Spieler. Der wird auch noch weiter steigen und so. Der spielt schon relativ oft eigentlich. Mit 10 Spielen und 6 in der Champions League, also spielt er nicht immer. Warum er unzufrieden ist, weiß ich nicht, aber er wird auf jeden Fall bleiben. Jamie Lascelles will ich gerne nochmal verleihen für eine Saison, aber weil er nicht gebraucht wird momentan. Haidara will ich, wie gesagt, verkaufen, hat uns gute Dienste geleistet, aber naja, er ist halt nicht gefragt momentan, einfach weil wir Kursawa haben und der sich weiterentwickeln muss. Ben Yedder bleibt für immer bei uns. Smith wird verliehen im Idealfall, habe ich auf der Leihliste auch stehen, vollkommen zu Recht auch. Und Alto Belli macht sich gut, der wird vielleicht auch verliehen, mal für eine Kurzleihe, vielleicht bringt das ja was. Werden wir mal schauen, Adjetey Sippel bleibt drin, der ist ja sowieso normalerweise gesetzt, aber Stindl macht sich momentan so gut, deswegen, ja, Aarons ist schon auf der Leihliste, vollkommen zu Recht. Ayoze Perez, werde ich verkaufen, ist auf der Transferliste, so wie sie das gehört. Oxlade-Chamberlain werde ich auch verkaufen, ist ja auch auf der Transferliste, deswegen passt das. Karl Darlow bleibt da als Ersatz. Anita muss ich eventuell verkaufen, da bin ich noch unschlüssig. Aber ja, doch eigentlich, ich setze ihn jetzt schon mal drauf. Einfach, weil das sonst keinen Sinn hat mit dem. Zack. Yapu Yanga Mbiwa, der will auch weg, kann ich auch nachvollziehen, wird auch verkauft werden. Gabriel Obertin ist schon auf der Transferliste. Joan Gouffran muss eigentlich auch weg. Auch wenn er immer gute Dienste geleistet hat, ist aber ja sowieso drauf auf der Transferliste.
Und Rüdiger haben wir ausgeliehen, der macht nichts, spielt wahrscheinlich auch nicht. Deswegen war es ein Fehler, den an Bayer auszuleihen. Vielleicht hole ich den zurück. Und Müller, ja, steigt bei Crew Alexander, aber ist kein besonderer Topspieler. Gut, das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.